Vor 16 Jahren endete vorerst die Bundesliga-Ära des GRK. Seit damals ist viel passiert und das wollen wir chronologisch jetzt auch ein bisschen so zusammenfassen mit den historischen Milestones, egal ob es jetzt ein negativ oder positiv war. Und da starten wir mit dem 26. März 2007. Was war damals los in Graz? Damals wurde mehr oder weniger das Schicksal des GRK besiegelt und zwar nicht auf dem Rasen. Also zu dem Zeitpunkt sind dem GRK ja schon 6 Punkte abgezogen gewesen wegen des Falls Daniel Cimoni, der bei der FIFA geklagt hat, wegen ausstehender Gehaltszahlungen, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe. Jedenfalls hat dann die Bundesliga dem GRK weitere 22 Punkte abgezogen. 22 Punkte, Alter. Wegen Insolvenz und Nichterfüllung diverser Lizenzkriterien. Und ja, dann stehst du halt einmal mit einem Minus von 28 Punkten da und da musst du dann eher schon der FC Red Bull Salzburg sein, um noch die Klasse zu halten. Ja, damals noch beim GRK Slatko Junusovic, der hat in einem Interview erwähnt, jetzt können wir nicht mehr so wie im Herbst in die Spiele reingehen, jetzt wird jeder für sich selbst spielen. Er hat sich dann mit einem Transfer zu Austria Kärnten belohnt. Machen wir weiter mit Punkt 2. Der 20. Mai 2007, das war das letzte Bundesligaspiel des GRK. Genau, rund 4000 Augenzeugen vor Ort und es war eine 2-3 Niederlage gegen die SV Ried und es waren ja schon eher Zerfallserscheinungen auch im GRK-Kader zu diesem Zeitpunkt. Niederlage damals im Grunde sekundär, am Ende haben nur die Rieder gejubelt über den Vizemeistertitel, also echt ein komplett anderes Zeitalter damals. Auch interessant in der Startelf der Grazer, der heutige Kapitän Marco Berchtold, also ein Zeitzeuge, der eben 2007 noch Teil dieser Mannschaft war, könnte sich nun in dieser Saison diesen Traum nochmal erfüllen und den Bundesliga-Aufstieg vielleicht einfach auch die Klammer in seiner Karriere zu setzen, bin ich schon gespannt. Aber auch Rolf Landerl, Martin Ammerhauser und Mario Sonnleitner, auch der damals noch bei den Grazern. Wir reisen einen Monat weiter. 19. Juni 2007, dem GRK wird auf Profi-Ebene zumindest mal der Stecker gezogen. Genau, da hat auch dann zuletzt das ständig neutrale Schiedsgericht ihnen die Zulassung für die kommende Saison, also die Lizenz, verweigert. Dem Ganzen ist ein ziemliches Hickhack vorausgegangen. Also unter anderem hat das Protestkomitee zweimal entscheiden müssen, weil es beim ersten Mal falsch zusammengesetzt war. Aber mit dem Zeitpunkt war klar, der GRK wird weder in der Bundesliga noch in der zweiten Liga spielen. Hat dann daraufhin wieder Klagsdrohungen gegeben, das GRK. Also der damalige Präsident Stefan Sticher wollte dann ja auch klagen. Am Tag nach dieser Entscheidung des ständig neutralen Schiedsgerichts hat sich der Vizepräsident Walter Messen aber zu Wort gemeldet und hat den Satz gesagt, wir sind ja keine Rechtsanwaltskanzlei, sondern ein Fußballverein. Damit hat sich der GRK dann abgefunden mit dem Aus auf Bundesliga-Ebene. Ja, und im Grunde waren sie dann ein Regionalligist und knapp 1,5 Monate später hieß es Allerheiligen und Grieskirchen als Gegner. 2 Jahre später, dann hat man sich in der Regionalliga Mitte so ein bisschen eingegroovt. Am 12. Juni 2009, der GRK verpasst den Aufstieg in die zweite Liga Teil 1. Das war schon eine heftige Ausgangslage. Der GRK ging als Tabellenführer in diesen letzten Spieltag der Regionalliga Mitte. Das allerdings nur aufgrund der besseren Tordifferenz. Und was dann passiert ist, das kann man ja im Grunde jetzt so 14 Jahre später, ist noch immer heftig. Ja, der GRK hat seine Pflicht getan. Gewinnt 2-1 gegen Blau-Weiß. Nur das ist halt zu wenig, weil Hartberg gleichzeitig gegen SRK Klagenfurt mit 6-0 gewinnt. Und damit um zwei Tore bessere Torverhältnis hat als der GRK. Haben jetzt nicht alle GRK-Fans so geil gefunden. Ja, Hartberg-Fans waren sie dann nicht mehr. Also waren sie generell, glaube ich, nicht. Aber da ist dann schon auch eine strange Beziehung, glaube ich, zu Hartberg entstanden, die dann im Grunde ja auch noch ein negatives Highlight gefunden hat. Ja, aber auch da damals schon Platzsturm von rund 200 GRK-Anhängern. Es hat im Vorfeld dürfte schon ein bisschen rund gegangen sein mit
150 GRK-Fans, die da waren, und die Blau-Weiß-Fans, 1500 und 1600 Blau-Weiß-Fans. Also dürfte eine ziemlich heiße Partie gewesen sein, mit dann Pfefferspray und Schlagstock-Einsatz und allem, was halt so eigentlich nicht dazu gehört. Apropos alles, was nicht dazu gehört, knapp 3 Jahre später, dann am 8. Juni 2012, der GRK verpasst Aufstieg in die zweite Liga, Teil 2. Es war im Grunde Payback-Time gegen Hartberg, doch es kam dann anders als erhofft aus GRK-Sicht. Die Grazer mussten sich gegen die Oststeirer, also sie mussten generell mal in der Relegation ran, um in die zweite Liga aufzusteigen. Das Hinspiel, kann ich mich noch gut erinnern, knapp 15.000 Zuschauer in Graz, ging 0-0 aus, im Grunde noch alles in Ordnung, aber dann kam es zu diesem Rückspiel, wo es sogar ein Public Viewing damals in Weinzödel gegeben hat. Mhm. Also da war die Euphorie so riesengroß, man war so nah dran wieder am Profi-Level, und dann geht man mit 0-3 unter in der Oststeiermark. Ja. Es war dann relativ bald klar, dass das nichts wird, und auch da in der 76. Minute Platzsturm von einigen GRK-Anhängern, und die Polizei hat es nicht mehr wirklich in den Griff bekommen, und der Schiedsrichter Markus Hameter hat das Spiel dann tatsächlich abgebrochen vorzeitig. Und der Frust darüber war auch beim Verein selbst sehr groß, wenn man sich die Meldung danach auf der Homepage angesehen hat. Genau, auf der GRK-Homepage, und das ist tatsächlich erstaunlich, ist dann gestanden: GRK verliert Spiel, Aufstieg und Gesicht. Heute haben wir es sportlich verbockt, vor allem aber haben wir nichts im Profifußball verloren, solange wir solches Gesindel im Schlepptau haben. Das ist schon eine heftige Aussage. Mhm. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, dich schon zu jener Zeit die Fans im Grunde in diese Situation überhaupt gebracht haben. Also gerade wenn du so nach so einem Zwangsabstieg und die Fans einfach trotzdem im Rücken sind und dich im Grunde von Erfolg zu Erfolg vorfeiern, dann ist das schon eine heftige Aussage. Aber im Grunde hatte dann ein paar Monate später der GRK auch generell nichts mehr am Fußballplatz verloren gehabt. Ja, das ist dann der 27. Oktober 2012 war das letzte Spiel des GRK. Da wurde dem GRK wirklich der Stecker gezogen, also da war Ende Gelände. Genau, also sie haben das letzte Spiel des GRK in der Regionalliga Mitte gegen den LASK. Damals auch Regionalliga. Wer halt so spielt, ne? Ja. 2-6 Niederlage, die dann nachher sowieso annulliert wurde, weil am 31. Oktober der Verein liquidiert wurde. Also damit war die Fußballsektion des GRK tot, nicht mehr vorhanden, nicht mehr existent. Aber aus, aber es kam zur Auferstehung des GRC damals. Also man hat wirklich dann den Neustart gewagt in der ersten Klasse Mitte A, als GRC, nicht GRK. Knapp 8 Monate später hat man dann wirklich da auch natürlich auch ganz viel Vereinsliebe dazu geführt, dass es wieder einen Fußballverein gegeben hat. Richtig, in der untersten Spielklasse begonnen. 17. August 2013 das erste Spiel des neu gegründeten GRC gegen Judendorf. Es sind gleich mal 1000 Zuschauer nämlich gekommen. Also es war, glaube ich, in diesen Jahren danach auch für jeden Dorfverein oder jeden Verein, der da unterklassig unterwegs war, das Spiel des Jahres. Also ich glaube, so kann man das schon auch sagen. Also da hat sich der Vereinskassier immer schon sehr gefreut auf diese Partien. Da hat es sicher mächtige Einnahmen gegeben. Damaliger Trainer des GRK, Gernot Blasnecker. Mhm. Kurios für dich, Trainer auf der Gegenseite von Judendorf, Roland Kollmann. Der Roland Kollmann? Nein, nicht der Roland Kollmann, sondern er hat einfach nur Roland Kollmann geheißen. Aber das finde ich schon geil. Das ist ja eine witzige Gegebenheit damals gewesen. Ja. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Dann, also jetzt haben wir dieses Tief endlich überwunden. Der GRC startet neu und wandert im Grunde von Sieg zu Sieg. Und am 14. März 2014 bekommt man dann auch das K wieder zurück. Genau, da ist der Fußballverein GRC dann wieder in den Stammverein GRK eingegliedert worden. Also der GRK hatte dann wieder eine Fußballsektion, einstimmig natürlich bei einer Generalversammlung beschlossen worden, und es war wieder so wie davor.
Aber vereinsrechtlich zumindest. GRK Fußball, also der Verein hieß dann nicht GRK Fußball, sondern wurde offiziell als Grazer Athletik Sportclub 1902 geführt. Genau, weil GRK Fußball ja vereinspolizeilich gesperrt war nach der Liquidierung. So, und dann ist man Jahr für Jahr aufgestiegen. Das war wirklich bemerkenswert, was man da auch im österreichischen Unterhaus dann abgeliefert hat. Und am 7. Juni 2018 war es dann soweit. Der GRK ist wieder zurück im Profifußball. Das, was 2009 und 2012 nicht geklappt hat, ist eben in dieser Regionalliga-Mittelsaison 2017-2018 über die Bühne gegangen. Der GRK wird Meister aller Klassen und marschiert eben bis in die zweite Liga durch. Was für eine märchenhafte Geschichte. Großartige Geschichte, wie Phönix aus der Asche auferstanden. Und also da so durchmarschieren ist schon auch tatsächlich aller Ehren wert. Mhm. Jetzt im Nachhinein betrachtet, vielleicht hat dieser Durchmarsch auch ein bisschen zu hohe Erwartungen an die Performance in der zweiten Liga dann geweckt, weil da war dann jetzt vorerst einmal zumindest ein bisschen. Ja, man, wenn du dich zurückerinnern kannst, die ersten Wochen. Pause angesagt. Ja, man, die ersten Wochen war man ja schon noch auf dieser Erfolgswelle und ich glaube, da sind dann eben falsche Hoffnungen geschürt worden bei den GRK-Fans, die sich dann gedacht haben, hey, das geht ja einfach jetzt so weiter, wir spielen in der übernächsten Saison in der Bundesliga oder so. Und das war dann eben nicht so. Also die zweite Liga. Wenn es so weitergegangen wäre, wäre es sich ausgegangen, dass sie vielleicht Super League Gründungsmitglied gewesen wären. Wäre Fahrradkette, um Lothar Matthäus zu zitieren, hat eben nicht funktioniert. Und für alle, die jetzt da auch gut zugehört haben, im Grunde waren das jetzt nur 9 Punkte. Der 10. Punkt, der könnte eben am 4. Juni 2023 folgen. Der GRK steigt in die Bundesliga auf. Das große Fragezeichen, aber in ein paar Wochen, beziehungsweise nächste Woche, wissen wir es. Richtig. Was soll ich jetzt fragen? Was glaubst du? Einfach mal jetzt mal dich anschauen und schauen, wie lange du wartest, bis ich wieder weiterrede. Aber nein, war wirklich ein schon jetzt egal, wie diese Saison ausgeht. Also was man da in den letzten Jahren als Verein, als GRK einfach auch abgeliefert hat. Ähnliches gilt ja auch für Blau-Weiß, die ja auch eine tragische Geschichte im Grunde hinter sich haben. Und ich finde, das macht den Fußball eben auch so besonders. Diese Geschichten, wo ganz viel Liebe zum Verein, wo ganz viele Fans im Grunde auch mitwirken, um einen neuen Verein nochmal so aufzubauen. Und das darf man eben nicht vergessen, wie dieser Verein sich dann nochmal neu hat gründen müssen. Und da geht mir als Fußballromantiker eben auch das Herz auf. Ja, auch so Geschichten, wie sie in Weinzödel die Tribüne selbst errichtet haben. Also ich glaube, da waren 4 bezahlte Arbeiter dabei und den Rest haben halt diverse Fans mitgeholfen, diese Tribüne zu betonieren etc. Also ja, wie du sagst, also da ist schon viel Liebe für den Verein da und ja, so gehört sich's auch. Und wer weiß, vielleicht gibt es eben dann in der 30. Runde in Dornbirn den krönenden Abschluss. Die ganze Episode der Zwarer Konferenz findest du auf www.laola1.at.